Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Wir starten heute einen neuen Versuch mit dem Blue Baby in Richtung Delirium. Irgendwann wird es ja wohl mal klappen. Gibt's ja nicht. So, erstmal hier die Spinnenhochburg gefunden. Oh, das war knapper, als es sein müsste. So. Okay, das war zu knapp. Mann, hör doch auf! Eine ganze Bombe haben wir gekriegt. Das ist ja... Wow! Hat sich fast gelohnt. Weißt du, fängt schon wieder so an. Die ersten zwei Räume, die Gegner beinhalten, sind wieder so immens viele, dass wir da wieder 5 Stunden darin brauchen. So. Das dürfte eine One Makes You Small Pille sein. Ja, tatsächlich. Nehme ich sehr gerne. So. Auf dich müssen wir aufpassen. Du machst ein ganzes Herzschaden. Weil du ein Champion bist. Okay. Wow. Da wurde wohl nichts draus aus dem Häufchen. Wir gehen ganz kurz zurück, denn auf der anderen Seite befindet sich noch irgendwo der Item Room, genau hier unten. So. Einer nach dem anderen. Was denn? So einen Raum hat man aber auch noch nie, kann das sein? Und hier links ist der Weg so offen. Oh, explosivo Sticky Bomb Shot. Das ist doch schon mal ein Anfang. Wir haben genau eine Bombe. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Secret Room hier unten ist, ist doch sehr stark gegeben. Dann nehmen wir hier die Münzen noch mit für den Shop in der nächsten Ebene. Und dann gehen wir auch schon einen runter. So, Rackman. So. Ach. Aber der Sticky Bombshot ist schon sehr geil. Das ist schon mal ein echt guter Anfang gewesen. So. Das erledigt sich von selbst. Und jetzt bloß noch du. Das dürfte sich auch gleich erledigt haben. Okay, wir bekommen die Safety Pin. Evil Range. Das ist gut. Sonst haben wir nichts mehr. Also geht's runter. Wir haben schon 3 Minuten vertrödelt. Puh, okay. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir brauchen aber natürlich noch mindestens einen Schlüssel für einen Itemraum. Okay, das kann man kurz abwarten, ehe wir da noch mehr Risiko reinstecken. Okay, direkt den Item Room schon mal gefunden. Das ist gut. Wenn wir denn Schlüssel bekommen. Wir bekommen den Schlüssel und wir bekommen. Okay, Pop Eyeball Tears. Und wir haben den Birdified Poop bekommen. Ich hoffe, dass die dennoch sticky sein können. Nicht, dass das jetzt überschrieben wurde. Das weiß ich natürlich nicht. Optisch kann es natürlich sein, dass sich das einfach nicht abhebt. Au. Aber... Na, mal gucken. Oh ja, können sie. Können sie, können sie, können sie, können sie. Okay. Wir haben nichts verloren. Nur der Effekt ist, wir wissen nicht, welche Tränen es sind. So. Die nochmal ganz kurz mitgenommen. Das auf jeden Fall mitgenommen. Und jetzt können wir auf jeden Fall auch unser Trinket ein bisschen besser nutzen. Shit. So.
Ach, komm schon. Boah, das ist unfassbar. Wie viel Leben. Wie wenig Schaden wir einfach machen. Okay, da ist noch ein Schlüssel. Und wir haben hier unten den Shop. So viel Zeit muss sein. Die Blue Map. Die Blue Map. Die Blue Map. Die Blue Map. Ich denke schon. Dann können wir noch das hier machen. Und... so, da müssen wir auch wieder ein bisschen Geld reinbekommen. Und dann wissen wir zum Beispiel auch, dass hier so ein Raum ist. Okay, wir brauchen jetzt tatsächlich ein bisschen Zeit. Das ist sehr schade. Aber ich muss es leider... ich will die Bombe nicht verschwenden. Ich muss es leider sinnvoll machen. Infamy, Damage Reduction. Wir haben da oben noch ein Eternal Heart. Gut, wenigstens haben wir gut geschoben diesmal. Ein paar Bomben dazu. Eine können wir direkt hier einsetzen. Da kriegen wir noch mehr Geld. Ah, die Zeit. Ich weiß, die Zeit. Aber das muss ganz kurz sein. Infamy hat sich schon mal richtig gelohnt. Und was kriegen wir hier unten noch? Noch mehr Geld. Noch eine Bombe. Nichts verschwendet. Das war dumm. So. Na, oh. Ja, so wie zu dem extra Herz, ne? Aber das ist nicht so wild. Squeezy! Und dadurch können wir uns sogar tatsächlich ein Item leisten, wenn wir das jetzt bekommen. Und wir bekommen eins. Und wir sind wieder bei der Satanic Bible angelangt. Natürlich werde ich die einsetzen. Guppys Hairball wäre zwar cool, wenn wir Guppy werden könnten, aber das würde uns den Tod bedeuten. Hätte ich mich besser angestellt, hätten wir es vielleicht beides kaufen können. Aber gut. Wir fahren noch in die Richtung an. Wir können uns einen zweiten Schlüssel holen. Unter Einsatz einer Bombe. Oh, eine Credit Card. Wir bekommen Sachen im Shop kostenlos. So, und zwar alles im Shop. Das heißt, das lohnt sich auf jeden Fall schon mal. Ach, danke, Infamy. Oh mein Gott! Das ist so nervig. Wie oft uns Infamy gerade schon den Hintern rettet. Das ist echt... schon wieder. Das rächt sich alles in zukünftigen Räumen. Da bin ich mir sicher. Kannst du jetzt endlich mal? Mein Gott! Komm schon! Oh, das ist ja unfassbar. Wir schaffen es wieder von der Zeit hier nicht. Das ist ja... oh, das Ouija-Board. Okay. Spectral Tears. Die Nachteile am Bombshot gerade sind solche Gegner. So. Hier rein. Und dann bekommen wir alles hier kostenlos. The World nehmen wir mit. Machen wir Megasets mal ein. Liegen lassen müssen wir sie nicht. Und dann ist es eh schon sehr knapp. Komm. Ein paar Münzen wieder rein. Und weiter. Und das tolle Mega ist jetzt auch, dass die Secret-Räume direkt offen sind. So.
the Hermits. The Hermit behalten, by the words. Wäre vielleicht sinnvoller, aber wir behalten the Hermit. So, dann geht's hier kurz rein. Da kriegen wir 5 Pillen. Amnesia. Luck. Ah, Retro Vision. Okay, nichts Schlimmes dabei. Einmal Luck up dabei, hat sich nur gelohnt und jetzt Piep. Ah! Komm schon. Wie immer kriegen wir es nicht ohne Schaden hin. So, zweimal HP ab. Und wir bekommen Flight. Wir bekommen Flight. Wir bekommen Flight. Ja, okay. Diesmal habe ich mich zwar wieder gedamaged, aber das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt eine Flugfähigkeit. Und uns sind Bodenfallen komplett egal. The Hermit. Okay, wenigstens nicht instant. Okay. Wir haben halt jetzt nur ein einziges Herz. Das heißt, jeder Hit ist tödlich. Shit, war das knapp gerade. Oh. Klappe jetzt. Oh Gott. Ich fühle mich bedeutend wohler, sobald wir, falls wir, ein Herz dazu kriegen. So. Hier ist... Du hoffentlich auch. Jawohl. Ein Raum noch. Den Raum noch überstehen. Was war das gerade? So. Herz. 11 Minuten. Das ist viel zu langsam. Bossraum gefunden. Wir haben den Item Room noch nicht. Den brauchen wir allerdings schon. Lock up nehmen wir mit. Wir brauchen den Item Room. Da hilft leider wirklich nichts. Und wir gehen auf dem Weg nochmal ganz kurz beim Shop vorbei. Und holen uns die hier. Ein drittes Herz kann nicht schaden. Item, genau hier, perfekt. Eine Bombe dafür haben wir auch. Das hat sich sogar gelohnt. Schlüssel sind okay. Oh, was sehe ich denn da? Was sehe ich denn da? Flaming Tears. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Und dazu noch mehr Bomben. Okay. Flaming Tears und Explosivo. Das ist tatsächlich in Ordnung. So, wir sind knapp dran. So. Wenn wir jetzt noch Pyromania kriegen würden, wäre es natürlich das... Das wäre es Nonplusultra. So. Wir machen noch nicht viel mehr Damage. Aber... Wir haben den Vorteil, dass wir viele Statuseffekte austeilen. Und halt die Explosion durch den Bombshot natürlich. Aber dass wir unsere Gegner in Brand stecken, hat schon auch so seine Vorteile. So ist das nun auch wieder nicht. Noch ein Schlüssel. Okay. Den Raum noch. So, da haben wir wieder ein Herzchen mehr. Und gleich nochmal ein Herzchen mehr.
Das war knapper, als es sein müsste. So. Und wir haben schon wieder keine Karte. Wie viel Pech? Zweimal in Folge. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Gerade noch angekündigt. Hallo Pyromaniac. Das ist aber nett. Machen wir hier die Münzen noch rein. So. Langsam und sicher kommen wir da auch wieder hoch. Oh. Wir kommen nicht nochmal zurück. Lieber holen wir uns direkt das Herz. Wir wollen nämlich in die genau andere Richtung. Geh weg. Du haltst mich nur. So, wir haben leider mit dem Blue Baby natürlich den Nachteil, dass wir uns nicht heilen können. Aber der Vorteil nach wie vor von Paramedic bleibt natürlich, durch Explosion bekommen wir keinen Schaden. So, das ist Depth 1. Okay, wir sind in der fünften Ebene bei 15 Minuten. Das... Es geht! Also, je nachdem, wie schnell wir jetzt noch durch den Rest eben durchkommen. So, haben wir schon wieder 11 Münzen zusammen. Okay, das war dumm. Ich dachte, der geht noch ein bisschen weiter runter. Oder die Spinne. So. Da ist ein Sacrifice-Room. Geht's hier irgendwo sonst noch weiter? Nein, das ist eine Sackgasse. Wirklich? Wirklich? Wo ist denn... Da geht's noch weiter. Aber hier geht's nicht weiter, oder? Doch, hier. Da unten muss der Bossraum sein. Der hat schon gar keine andere Möglichkeit mehr. Los! Noch eine Bombe. Oh Gott, wir sind schon so weit. Oh shit. Egal, das verkürzt den Raum etwas. Ah, Bossraum, endlich. Zeit ist es geworden. So gehe ich gleich nochmal so nah ran. Ich weiß es nicht, wenn du uns Sister bist. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben wirklich nicht viel Zeit. Da haben wir übrigens mal die Blue Map, dass wir Secrets angezeigt bekommen auf der Karte. Und dann haben wir zwei Ebenen in Folge keine Karte. Ist auch geil. So, Magic Scup. Noch ein Herz. Und dann können wir nur hoffen auf... Ja, Herzen sind okay. Hätten auch drei Items sein können. Da ist ein Gold hat. Ich hab's übersehen. Shit. Ah! Mann. Das kam zu spät, die Realisation. Naja. Es ist so schön, dass ich nie aufpassen muss, dass wir uns unter Umständen durch die Explosion selbst Schaden zufügen. Das ist so schön. So. Du bleibst ganz unten. Sonst ist hier drin nichts. Wir suchen natürlich erstmal ein Item. Warum? Wir haben jetzt auch einen Pathroll dafür. Also falls uns das Ganze nicht sonderbar gefällt, können wir das Ganze einmal austauschen. Und hier haben wir ihn ja auch schon. Ja. Oh Mann. Den Effekt haben wir schon, ganz ehrlich. Nein, das ist viel, viel besser. Erstmal alle im Raum damagen. Heute ist der Run der Status-Effekt, habe ich so das Gefühl.
Feuer, wir haben Gift, wir haben Lockdown. Wir suchen den Boss und kommen nochmal zum Shop. Das ist an sich auch okay. Dann können wir uns wenigstens noch Pandoras Box holen und uns... Holy sh... Ja. Also, ne? Ist der letzte Shop? So viel Zeit muss sein. So, ab dafür. Meine Strength Card kann man mitnehmen. Ganz kurz gucken, was bist du so? Der Hangman brauchen wir definitiv nicht. So, wir wollen nach ganz rechts oben. Effektiv. Ja, aber nicht hier rüber. Der Raum ist nicht das, was wir suchen. Ist gespawnt. Okay, Nickel nehmen wir mit. Diese komischen Gegner. So, ein Bömpchen. Dazu noch. Ah, ist jetzt echt Gas geben. Der Boss ist schon vorbei, aber den hätten wir sowieso nicht gemacht, weil wir zu knapp dran sind. Aber 10 Minuten für 2 Ebenen kann ja eigentlich gehen. Kann. Kann. Okay, ich muss euch besiegen, richtig. Ja. Gut, dann nehmen wir halt noch die Batterie mit und machen alle unsere Soldats zu Blackhearts. Ach, okay. Mom, hi. Lange nicht gesehen. Der Kampf wird jetzt dauern. Das ist das einzige Problem, das wir gerade in dem Moment noch haben. Okay. Wir haben mit dem Blackheart sehr viel Schaden angerichtet. Okay. Das hat sich sogar gelohnt, dass wir uns da ein bisschen selbst geopfert haben, so mehr oder weniger. Und es geht direkt runter. Wir haben keine Zeit. Wir müssen jetzt innerhalb von, ich sag mal, 6 Minuten es zum Herz schaffen. Das wird aufregend. Wir müssen den Bossraum so schnell wie möglich finden. Ich glaube, ich gehe schon in die richtige Richtung dafür. So, ein Eternal Heart. Auch in Ordnung. Gibt uns effektiv allerdings nur ein Soul Heart, sobald wir die nächste Ebene erreichen. Aber besser als gar nichts. Ich beschwere mich natürlich nicht. Hätte auch ein Red Heart sein können und das können wir gar nicht gebrauchen. Das Spiel ist gerade sehr gnädig. Vergaß, sie kommt nicht raus, wenn das dann noch nicht stackt, richtig. So, komm, ich will deine Rune haben. Yara! Aber sehr gerne doch. Locust of Famine? Auch sehr gerne doch. Naja, und natürlich... Oh Gott, es gibt nichts Nervigeres. Danke. Ach, das war. Nee, wir waren noch nicht full life. Oh! Ja, ist okay. Je schneller wir durchkommen, desto besser. Äh.
Okay, das ging relativ fix. Wenn wir hier schon kostenlos reinkommen, dann nehme ich das Blackguard hier auch mit. Das können wir nicht gebrauchen. Die Münze ist nicht so wichtig. Wobei, die Münze ist schon wichtig. Wir kommen noch, falls wir es schaffen, an einem Shop vorbei. Los, komm schon. Hier müssen wir auch noch ganz kurz rein. Die Münzen müssen wir mitnehmen. Okay. Infested. Das war jetzt wieder umsonst. Hier nehmen wir mit. Die Batterie lassen wir nicht liegen. Und dann gehen wir rein und kämpfen gegen Terratoma. Okay, das ist okay. Der Kampf sollte relativ fix gehen, tatsächlich mit dank unseren Explosivo-Tränen. Ja, okay, gut. Dann halt so, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann nehmen wir das hier mal mit und das hier mal mit. Und ab dafür. Keine Zeit verlieren. Keine Zeit verlieren. Ultra 2. Wir haben noch 6 Minuten in dieser Ebene. 6 Minuten, um diese Ebene abzuschließen. Das kann gehen. Das muss aber nicht gehen. Ah, komm schon her. Das Doofe ist, ich habe jetzt nicht mal... Doch, ich habe eine Map. Was habe ich gerade gedacht, dass ich nicht habe? Ach so, wir sehen unser Leben nicht. Genau, das ist alles. Ja, dann geht's hier rum wohl zum Bossfight. Und wir haben echt wenig Zeit. Das muss jetzt ratzfatz gehen. Okay. Die Bomben habe ich mitgenommen, sehr gerne. Komm schon. Das können wir halt leider gut gebrauchen. Wir müssen uns jetzt hier ein bisschen durchtanken. Durchtanken, das ist leider... dass das die richtige Richtung ist. Nein, ist sie nicht. Okay. Oh, immer die Uhr im Blick. Ich nehme viel zu viel Schaden. Komm schon. Das hat Zeit gekostet. Das hat Zeit gekostet. Das kostet sehr viel Leben auch. Okay, hier ist der Bossraum. Okay. Wir haben genügend Zeit. Okay. Viel besser ging ja gerade gar nicht. Okay, it lives. Wir haben Curse of the Tower und Pyromaniac. Alter, kannst du jetzt mal drauf gehen da vorne? Du auch. Oh, wir schaffen das echt noch. Fast nicht zu glauben.
wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Unfassbar. Hoho, okay. Wir sind bei Delirium. Nicht bei Delirium, bei Hasch. Bei Hasch. Erstmal bei Hasch. Erstmal müssen wir Hasch noch schaffen. Aber wir haben es zeittechnisch geschafft. Wir sind hier. So, und hier ist nur Shit drin. Außer Fate's Reward. Okay. So. Dann gucken wir hier mal rein. Blue Baby's Only Friend oder die Lost Fly? Wir gucken mal weiter. Das können wir immer noch holen. Jump oder Number One? Okay, das ist ganz einfach gewesen. Der Kompass. Und die Pille. Das war nur am nicht. Das waren 5 Münzen für die Katz. Okay. Den Rest können wir jetzt spenden, soweit es geht. Okay. Jetzt nehmen wir hier noch The Baby's Only Friend. Dann holen wir uns hier noch was. Hier ist down. Ist natürlich jetzt wieder super gewesen. Okay. Wir haben nicht viel Leben. Wir haben überhaupt nicht viel Leben. Aber wir müssen unser Bestes versuchen. Das fängt ja schon mal gut an. Oh, das ist doch nur die erste Form von Arsch. Ach, komm schon. Okay. Einen Hit dürfen wir einstecken. Ich bin ausgewichen, das ist mich vorher komplett verarscht. Das wird jetzt ganz hart. Nein! Oh! Oh Mann, das war gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so schlecht. Oh! Leider hat es nicht gereicht. Oh Mann! Der letzte Arschfight war schon ein bisschen her, Freunde. Es tut mir wirklich leid. Aber das war echt nicht schlecht mit einem halben Herz, aber fast 3/4 vom Leben weggenommen. Puh! Also,
für die Zukunft. Wir wissen, selbst wenn wir den Boss-Rush nicht schaffen, haben wir jetzt gerade in den Hush-Fight um 3 Minuten trotzdem noch erreicht. Also die letzten 2 Ebenen, wo wir nochmal 10 Minuten extra haben sozusagen, sind nicht zwingend so lange. Also wir können uns ein bisschen Zeit lassen. Ich werde das trotzdem nicht machen, weil ich genau weiß, dass ich mich kenne. Das war nicht schlecht. Ich bin sehr stolz, dass ich so lange durchgehalten habe. Ich hätte mir einfach nur gewünscht, dass mir mehr Leben hat. Aber gut, was will man machen? Klar, besser spielen, aber bis auf das nicht viel. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem heute ein bisschen Spaß. Immerhin sind wir heute definitiv weitergekommen als die letzten Male. Aber, na gut, das Blue Baby ist halt aber auch ein schwieriger Charakter. Es ist so. Wir haben keine Red Hearts, das macht das Ganze schon eine Ecke heftiger. Na gut, ich danke trotzdem vielmals fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen zum Daily Wednesday. Morgen gibt es wieder einen Daily Run und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, Freunde. Euer Matze. Ciao!